turbulenten Hurricane. Hier ist Dagobert Duck. Wer verhilft zum Happy End? Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und heute bauen wir den Geldspeicher der reichsten Ente der Welt. Genau, Dagobert Duck. Ja, dann gehen wir wieder an unsere beliebte Kiste ran. Und für den schönen Geldspeicher brauchen wir gar nicht mehr so viele Blöcke. Holt euch einfach mal ein bisschen weißen Beton raus, dann gelber Beton, dann natürlich ein paar Goldblöcke, dann ein bisschen roten Beton, dann holt ihr ein paar Steinstufen raus, dann Birkenzaun und natürlich schwarzen Beton einfach mal. Wie immer geht es erstmal los, dass wir unseren Grundriss uns ziehen. Dabei beginnen wir erstmal mit dem weißen Beton und fangen auch erstmal bei einer Ecke an. Das heißt, wir setzen uns erstmal 1, 2, 3, 4 Blöcke hin und zur Seite auch nochmal weg, sodass wir auf jeder Seite halt so 4 Blöcke haben. Das werden immer unsere Ecken werden, könnt ihr euch schon mal so ein bisschen im Hinterkopf merken. Jetzt gehen wir einfach mal eine gerade Reihe zur Seite weg. Das heißt, wir setzen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Blöcke einfach mal zur Seite weg. Und dann setzen wir wieder unsere Ecke hin, das heißt 1, 2, 3, 4 Blöcke. Und dann hier wieder nach hinten weg nochmal 3, sodass wir halt auf jeder Seite hier an der Ecke 4 Blöcke haben. So, jetzt gehen wir noch einmal nach hinten weg wieder. Wir setzen so schräg einfach an unsere Ecke noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Blöcke wieder ran. Ihr merkt, wir bauen hier so ein schönes Viereck, ne, dass wir immer hier an den Seiten 21 Blöcke haben. Das heißt, hier wieder an der Seite setzen wir wieder so unsere Ecke hin, ne, dass wir auf jeder Seite hier 4 Blöcke haben. Und jetzt brauchen wir eigentlich nicht mehr 10, denn jetzt setzen wir hier wieder 21 Blöcke hin. Und machen natürlich hier noch die letzte Ecke, ne, sodass wir hier auf jeder Seite 4 haben. Und können das dann einfach mal noch hier miteinander, sag ich mal, mit der Vorderfront verbinden. So, sollte auch perfekt aufgehen. Jetzt geht es ein bisschen an Massenarbeit. Wir beginnen erstmal mit den Seiten von unserem Geldspeicher, dass wir uns hier erstmal hochziehen. Der erste Schritt ist erstmal, dass wir hier insgesamt das Ganze auf eine Höhe von 4 Blöcke machen. Danach geht es weiter, dass wir hier wie so eine Pyramide uns das Ganze ein bisschen machen, dass wir jetzt hier einfach mal eine Reihe vorne einfach mal weglassen, ne, und dann hier einfach wieder die nächste Reihe raufziehen und zwar insgesamt auch wieder hier 4 Blöcke. Und wenn wir das schon wieder haben, geht es wieder eine Reihe weiter nach hinten weg. Das heißt, wir lassen jetzt hier nur noch 2 Blöcke und können das Ganze auf eine Höhe ziehen von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke. Insgesamt ziehen wir das hoch. Ne, das machen wir hier natürlich auf der Vorderseite einmal komplett so zusammen zu. Und jetzt hier zur Seite weg, da, wie gesagt, dass mir vorne halt die Reihe Platz und ziehen wir einfach nur, sag ich mal, das Stückchen so ein nach hinten weg. So, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, das ziehen wir natürlich hier auch einmal zu. Und wenn wir denn hier auch unsere 15 Blöcke raufgesetzt haben, machen wir den nächsten Schritt, dass wir wieder einfach mal zwei Reihen nach vorne wieder weggehen, zur Seite weg. Das heißt, wie dass wir hier, zack, ein wieder nach vorne gehen und insgesamt hier wieder 4 uns hinsetzen. Und das machen wir noch einmal. Das heißt, wir gehen wieder einmal nach vorne weg und setzen hier dann auch wieder 4 hin. So, das können wir natürlich dann hier auch wieder einmal komplett alles zuziehen. Ich war auch gleich schon fleißig und habe mir natürlich immer auch synchron gleich die Rückseite mitgezogen, weil die ist eigentlich genau halt gleich aufgebaut. Ne? Nur, dass wir, sag ich mal, auf der Rückseite dann hier, sag ich mal, alles zuziehen. Ne? Und so auf der Vorderseite, wie es halt dann einfach spiegelverkehrt ist. Nur, dass wir jetzt dann natürlich auf der Vorderseite hier alles schön glatt zugezogen haben. So, die innenliegende Seite können wir auch noch ein bisschen zuziehen. Wir können hier einfach, sag ich mal, hier oben die letzten zwei Schichten auf der Seite können wir auch zuziehen. Danach kommt ja hier dann schon unsere Wand. Ne, da brauchen wir halt uns die Arbeit nicht mehr so machen, hier alles halt wirklich akkurat zuzuziehen. Auf der Rückseite machen wir das auch nochmal. So in etwa. Wunderbar. So, jetzt haben wir natürlich hier die Seite schon fast fertig. Jetzt wollen wir nochmal schnell die andere Seite genauso hochziehen. Nur, dass wir, sag ich mal, ja einfach das einfach spiegelverkehrt machen. Ne? Wir gehen so einmal kurz durch. Und zwar, wir fangen ja erstmal an. Was ja einfach mal. Also, dass wir erstmal 4 uns hinsetzen. Ne, dann gehen wir ja 1 zurück. Setzen nochmal 4. Und wenn wir das haben, machen wir es noch einmal. Und zwar jetzt müssen wir dann 15 Blöcke natürlich das hier einfach mal hochziehen. Nehmen wir es noch einmal zusammen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke. Ne? Haben wir dann hier noch hochgezogen. Und dann gehen wir einfach wieder, wie wir unten angefangen haben. So erst 2 zurück und jetzt wieder 2 nach vorne. Das heißt, hier machen wir dann wieder zweimal so eine Viererschicht. Ne? 4 Blöcke. Und dann machen wir hier nochmal so eine Viererschicht. Ne? Und das ist eigentlich so das Maß, was wir hier haben. So, das müssen wir natürlich jetzt auch wieder einmal so komplett an den Seiten zuziehen, wie natürlich auf der Rückseite. So, andere Seite habe ich mir dann auch noch hier natürlich zugezogen, hier die Ecken. Ne? Dann haben wir hier auch unsere Säulen. Die wollen wir jetzt noch ein bisschen verfeinern. Und zwar bleibt noch immer bei eurem weißen Beton. Wir fangen unten an. Wir werden jetzt hier immer bei der Zweiermitte hier noch ein bisschen das Ganze ein bisschen dicker bauen. Ne? Das ziehen wir dann auch wieder Schicht um Schicht. Ne? Hier bei der ersten Schicht, wo wir reingehen, setzen wir einfach mal hier so eine mittlere Verstärkung rein. Natürlich hier auch bei der
15 Blockschicht machen wir das einfach mal, dass wir hier nochmal eine 2er Strebe reinziehen. Und dann machen wir das nochmal hier bei unserer weiteren, sag ich mal, Ebene, wo wir dann wieder nach vorne gehen. Hier, wo wir da auch nochmal 4 Blöcke reinsetzen. Und das reicht eigentlich. So, das machen wir natürlich jetzt hier bei jeder Seite, dass wir hier immer, sag ich mal, die mittlere, also die 2er Mitte immer noch ein bisschen verstärken. Nach getaner Arbeit, denn die Seiten auch zu verstärken, ne, darf nicht vergessen, auch die andere Seite ne, mitzumachen, denn hier einfach durch die mittleren Streben wollen wir jetzt auch die Wände zuziehen. Wir können jetzt erstmal ein bisschen leichte Arbeit machen und zwar heißt das, ihr seht ja oben in der Ecke, ich habe heute mal die Koordinaten angemacht und zwar wollen wir auch heute mit Commands ein bisschen was machen und zwar, wir fliegen natürlich einmal auf der Vorderseite, die Rückseite, dann machen wir das jetzt einfach mal, fliegen wir einfach mal unten in die Ecke hin, da wo wir das jetzt haben. So, ich bin jetzt hier, stelle mich hier hin. Ne, stehe ja hier und guck mal oben in die rechte Ecke, hol mir einen Notizblock und notiere mir jetzt alle Ziffern. Das macht ihr auch, kommt natürlich darauf an, wo ihr steht bei eurer Welt. Das ist immer unterschiedlich, da könnt ihr euch jetzt nicht nach meinen Koordinaten richten. Also, die notieren wir uns jetzt einfach mal. Ich habe hier 1302, dann die 34 und 600, was ist das? 49. So, das haben wir uns notiert. So, jetzt fliegen wir mal einfach mal oben in die andere Ecke. Wir fliegen ja oben in die andere Ecke. Können uns mal einen Block hinsetzen. So, den setze ich mir einfach mal hin. Und dann haben wir wieder die Aufgabe, einfach mal die Koordinaten zu notieren. Wie gesagt, bei dir steht was anderes. Notiere bitte deine Koordinaten, ne? Sonst geht das nicht ganz auf. So, dann notieren wir uns die hier wieder. So, 13 und 2, 63 und die 669. So, wunderbar, das brauchen wir. So, nächste Aufgabe, nachdem wir jetzt die Koordinaten festgehalten haben auf der Vorderseite, machen wir uns mal das Chat-Menü auf und müssen das jetzt reinschreiben. Und zwar nicht gleich die Koordinaten, erstmal schräger Strich. Dann gehen wir hier auf Fill, F-I-L-L. Und jetzt müssen wir unsere Koordinaten eintragen. Und immer zwischen den Koordinaten, so wie ihr das gesehen habt, da wo ja eigentlich dann immer so ein Komma war, machen wir einfach eine Leertaste. Achtet auch darauf, dass ihr wirklich auch die richtigen Koordinaten habt. Ne? Nicht, dass ihr euch da doch mal um eine Ebene oder um eine Zeile verguckt habt, weil sonst landet eure Wand ja ganz woanders. So, jetzt müssen wir natürlich noch entscheiden, was wir da jetzt platzieren möchten. Ich hätte gerne Beton. So, ich weiß, Beton heißt ja hier Concrete. Und weil wir ja mit weißem Beton arbeiten, brauchen wir jetzt keine Ziffern noch sowas setzen. Einfach dann Concrete. Und wenn ihr das denn stehen habt, dann bestätigt ihr das Ganze und blub, habt ihr die Wand da. Dann sparen wir uns gleich schon eine Stunde Arbeit. So, dieses Prinzip machen wir nochmal auf der Rückseite. So, wir machen noch einmal zusammen, wenn das klappt. Also, stellt euch in die eine Ecke. Und dann nehmt ihr euch von der einen Ecke denn die Koordinaten einfach mal. So, dann fliegen wir auch wieder schräg in die andere Ecke, setzen uns so einen Block ne, auf der Ebene, wo, bis wohin der Block gehen soll. So, und dann notieren wir uns auch hier wieder einfach mal unsere Koordinaten. Und wenn wir das haben, bestätigen wir es einfach noch. Blub, ist unsere Wand da. Wir sparen uns ganz viel Arbeit und fertig ist es. Wir kommen aber trotzdem nicht rum, etwas zu machen, und zwar die Seitenteile. So, schnappt euch nochmal euren weißen Beton einfach mal. Und zwar ist das hier eigentlich genau das Prinzip, wie wir jetzt die Seitenteile gebaut haben. Wir richten uns wie bei den Seitenteilen. So, die erste Schicht hier an den Seiten, die machen wir auch auf eine 4er Höhe. Dann gehen wir wieder hier einfach einer hinten, setzen uns hier wieder einfach mal 4 hin. Ne, bei der Seite, ne? Zack. Und dann gehen wir wieder einer nach hinten und müssen dann hier auch wieder nach der zweiten 4er Schicht eine 15er Blockschicht machen. Das Schöne ist jetzt einfach, wir brauchen es nicht mehr zählen. Wir setzen dann einfach hier noch diese 15 Blöcke rauf. Und dann geht es eigentlich weiter hier, dass wir dann wieder 4 Blöcke setzen und wieder 4 Blöcke, bis wir ganz oben ankommen. Und danach können wir dann einfach die Seite hier miteinander verbinden. Das machen wir auf beiden Seiten. Hier kann man es nicht unbedingt mit den Koordinaten machen. Hier muss man doch ein bisschen Handarbeit betreiben. Wenn wir dann geschafft haben, unsere Seitenteile hochzuziehen, ob du jetzt die Commands nimmst oder jetzt einfach das alles per Hand machst, ne? Aber jedenfalls, wenn die Seiten dann hier schön akkurat, ne, wie unsere Seitenteile so vertieft worden sind, geht jetzt oben hin, dass wir noch oben das ein bisschen dicker machen am Rand. Und zwar, wir richten uns hier einfach von den Kanten aus. Wir können das Ganze hier immer, würde ich mal sagen, oder hier jetzt für nur den Seiten einfach mal gucken, immer auf eine Dreierdicke machen. Einfach hier immer schön auf eine Dreierdicke. Ne, sollten sich dann eigentlich auch perfekt treffen, wenn wir das hier auf beiden Seiten dreierdick machen. Und die Eckenteile können wir hier oben auch einfach alles einfach mal zuziehen. Ne, dass wir das hier erstmal überall am Rand erstmal auf eine Dreierdicke machen. Und das ziehen wir uns dann auch erstmal hier überall lang. Wenn wir dann unseren Rand auf der Dreierdicke gemacht haben, haben wir die nächste Aufgabe, jetzt schon das nächste Stockwerk uns drauf zu basteln. Wir fliegen jetzt einfach mal zu einer Ecke. Lassen hier vorne an der Ecke so 1, 2 Blöcke so schräg Platz. Dann setzen wir uns hier wieder einmal weißen Beton. Das machen wir jetzt hier an der Ecke jeweils immer auf eine Dreierdicke. Ne, dass hier mal so 3 Blöcke sind. Und dann können wir hier an den Seiten das Ganze einfach mal gerade zuziehen bis zur anderen Seite. Und dann lassen wir hier auch wieder an der Seite so 3 Blöcke ne, zur Ecke so ein bisschen hervorheben. So ein bisschen. Und dann können wir hier wieder die nächste Reihe lang ziehen. Ne, ich glaube, ihr checkt das Ganze, wie ich das eben haben möchte.
Und dann auch hier wieder in der Ecke lassen wir wieder drei Blöcke. So, wenn wir das dann hier auch alles auf beiden Seiten nochmal hier zugezogen haben, können wir das hier auch gleich auf eine Höhe von insgesamt drei Blöcke ziehen. Und dann könnt ihr das eigentlich auch oben dann komplett einmal ausfüllen. So, Freunde, wenn wir das denn oben auch alles ausgeführt haben, Decke habe ich jetzt nicht ganz zugezogen. Du siehst schon, ich habe schon wieder ein bisschen was vorbereitet. Und zwar wollen wir jetzt oben die Kuppel bauen. Und die runde Sachen in Minecraft bauen fällt uns ja so schwer. Von daher nehmen wir uns da jetzt ein bisschen extra Zeit. Holt euch mal bitte euren roten Beton raus. Wir fangen jetzt einfach mal an den Seiten an. Hier oben sucht euch erstmal die Mitte raus. Eigentlich relativ einfach. Wir setzen uns erstmal einen Markierungsblock und fliegen jetzt zu den Seiten. So, das heißt, auf jeder Seite sollten wir neun Blöcke haben. Hier passt das schon mal. Gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Hier haben wir auch 8, 8, Mitte 9. Ist klar, ne, dass wir hier auf jeder Seite 9 Blöcke haben. Und dann haben wir hier blub, die Mitte gefunden. So mache ich das immer am schnellsten, halt sich hier die Mitte zu finden, mit so Markierungsblöcken. Und wenn wir dann die Mitte gefunden haben, geben wir da jetzt einfach mal 3 Blöcke, ne, so was wir an der Seite dann 3 Blöcke haben, nach innen und setzen uns hier bei der Mitte einen 5er hin. So, wenn wir den 5er haben, ziehen wir uns jetzt erstmal unseren Grundriss für den Kreis. Das heißt, nach dem 5er gehen wir hier zur Seite 2 weitere Blöcke. Ihr seht ja schon so ein bisschen, wie das aufgebaut ist. Denn 2 Einer, ne, für die Ecken. Und dann ist eigentlich das gleiche Prinzip, wie wir angefangen haben. Ne? Dann kommt wieder ein 2er. Dann wieder hier ein schöner großer 5er. Ohne, sag ich mal, hier das Gebäude zu beschädigen. Dann wieder ein 2er. Ecken, immer ein 1er. Und dann hier wieder ein 2er. 5er. 2er. Jetzt wieder 2 Einer. Ne, ihr seht ja, wie der Kreis aufgebaut ist. Und ihr seht auch unten, meine Markierung geht alles perfekt auf. So, ziehen wir uns dann erstmal hier natürlich unseren... ja, unseren Kreis erstmal hin. Die Mitte kann man auch gerne wieder freischlagen, wenn man möchte. Also, ob ihr die jetzt zuzieht oder offen lasst, ist euch überlassen. Ne? Jedenfalls, aber die Seiten sollten dann alle zugezogen sein. Dann fangen wir jetzt an, unseren Kreis auch, oder unsere Kugel jetzt erstmal zu basteln. Das heißt, darauf platzieren wir jetzt einfach nochmal eine weitere Ebene. Genauso, wie wir die jetzt schon haben. Weiter geht's nun, wenn wir denn hier drauf eine Ebene platzieren. Und dass wir erstmal auf unserer 5er immer hier erstmal einen 3er platzieren. Das machen wir auch wieder auf jeder Seite. Wenn wir überall einen 3er platziert haben, gehen wir zur Seite und setzen hier einfach auch nochmal seinen 3er hin. Ach, die können wir hier ruhig komplett hier einmal so lang ziehen auf unseren 2, erst die 2er und dann setzen wir blub einen noch rüber, dass wir hier einen 3er haben. Das Prinzip machen wir hier auch wieder auf jeder Seite, ne? Auf den 2er, zack, 2 rauf und dann nochmal zur Seite einen, ne? Und wenn wir das auch wieder auf jeder Seite haben, bleibt nur eins übrig und zwar einfach hier bei unseren 2ern einfach nochmal 2 weitere Blöcke raufsetzen. Da müssen wir nichts verschieben erstmal. Einfach ganz normal setzen wir die 2er rauf. Wenn wir dann unsere 2er auch drauf haben, geht es wieder an die nächste Ebene. Da lassen wir jetzt hier einfach an der Seite erstmal hier eine Blockreihe Platz auf unseren 3er hier und ziehen uns hier eine weitere Ebene rüber. Das machen wir hier auf wieder Seite, auch erstmal hier wieder so zack. Erstmal an den Seiten halt so eine komplette Reihe lang ziehen und an den Seiten einen freilassen. Und wenn wir das denn so alles auf den Seiten haben, geht es wieder an die Ecken. Hier wollen wir jetzt einfach mal die 2 mittleren einfach mal 2 weitere Blöcke raufsetzen. Und dann geht es hier zur Seite, dass wir jeweils hier zack, zack, das einmal zuziehen, dass wir hier so ein 2er haben. So, das machen wir auch hier auf jeder Seite. Und danach geht es dann weiter, dass wir wieder an den Seiten anfangen. Wir setzen uns erstmal hier einen 5er hin. Dann an der Seite machen wir uns einen 2er hin. Hier in der Ecke machen wir uns einen 1er hin. Dann kommt wieder ein 2er. Und dann sind wir hier wieder vorne, heißt wieder ein 5er. Und dann geht es wieder los mit einem 2er, mit einem 1er und wieder ein 2er. Und dann halt wieder nochmal ein 5er. Ich glaube, Prinzip ist klar und dann füllen wir hier noch die restliche Seite daraus. Dann geht es gleich wieder an die nächste Ebene. Jetzt gehen wir wieder eine Ebene weiter hinter. Jetzt beginnen wir hier auf den 2er, dass wir uns hier erstmal wieder eine Reihe hinziehen, sodass wir an den Seiten immer noch einen Block Platz haben. Dann gehen wir gleich zur Seite weg mit jeweils 2 Einern, die wir hier extra noch einmal dran platzieren. Wir gehen wieder auf unseren 2er, ziehen uns hier wieder eine Ebene, ups, nicht höher, sondern erstmal noch rüber, sodass wir dann hier auf den 2er auch wieder einen vorne frei haben. Wir gehen auf die Innenseite, setzen wieder 2 Einer, beim 2er wieder ansetzen. Ebene rüberziehen und wieder 2 Einer hier einfach mal platzieren. Ne, ihr seht, baut sie halt immer von jeder Seite gleich auf. Das machen wir natürlich hier, bis wir wieder anschließen. Und danach können wir wieder einen inneren Kreis ziehen. Das heißt, wir beginnen, würde ich mal sagen, ja, welche Seite ist ja egal, ist ja ein Kreis. Dass wir erstmal hier, sag ich mal, wieder eine Ebene weiter hinten gehen, können ihr erstmal diese komplett offenen Seitenteile einfach mal zuziehen. Und ich glaube, ihr seht ja dann auch, wie man das denn, sage ich mal, in den Ecken dann hier wieder zuzieht. Ist eigentlich relativ simpel. Wir ziehen das erstmal hier auf einen Seiten. Und wenn wir die Seiten dann so haben, sehen wir, es ist nur ein Block Platz. Das heißt, wir fliegen hier einmal rein und setzen hier wieder so ein einer Blocken. Das soll mir aber nicht reichen. Nach den einer Blöcken setzen wir jeweils noch auf der Innenseite einfach zu den Seiten auch nochmal 2 weitere Blöcke hin. Einfach mal einer ran, zack, zack, noch 2 weitere Blöcke. So, nächste Aufgabe ist jetzt hier auch wieder einen inneren Kreis zu ziehen. Wir können hier erstmal, zack, einfach mal so eine Blockreihe hier komplett einmal ringsrum ziehen. Zack, zack, zack. Einfach hier alles, was offen ist, innen drin,
können wir einmal eher die erste Reihe lang ziehen. Das zieht sich hier so rum. Sind wir denn hier wieder angekommen? Müssen wir das Ganze so ein bisschen auf eine Zweier Dicke machen? So, ich richte mich so einfach mal an die Seitenteile, dass wir die erstmal alle hier schön auf eine Zweier Dicke haben. Nee, damit wir nicht auseinanderkommen, dann haben wir erstmal hier so ein Viereck drin. Und können beim Viereck jeweils an den Ecken noch hier eine einzelne Kante machen. Ne? Ja, und das ist eigentlich auch schon der gute Rest. Und zwar diese Lücke, die wir haben. Ne? Diese hier, wo wir an den Seiten jeweils immer drei Blöcke haben. Die können wir hier oben einfach mal komplett ausfüllen. Und dann haben wir unsere Kuppel fertig. So sollte denn die aussehen. Wir können die uns noch mal ein bisschen von weiter weg betrachten. Das ist die Kuppel denn, die wir drauf haben. Ich glaube, man erkennt es. Als nächstes nehmen wir nochmal unseren weißen Beton und wollen die Kuppel ein bisschen noch befestigen. Die könnte ja oben wegrutschen, wenn ein bisschen mehr Wind aufkommt. Von daher nehmen wir unseren weißen Beton und platzieren da nochmal unten so eine kleine Verstärkung. Einfach hier an der untersten Kante von unserer Kuppel. Ja, und dann können wir eigentlich schon gleich das Dollarzeichen oben raufbasteln. Dazu nehmen wir uns einfach mal unseren gelben Beton, fliegen hin. In der Mitte setzen wir einfach mal zwei gelbe Betonblöcke rauf. Dann nehmen wir unsere Steinstufen und können jetzt hier, würde ich mal sagen, ja, einfach mal ringsrum komplett eine Steinstufenreihe uns einmal platzieren. Das ist dann unser Protest für unser Dollarzeichen. Das Dollar-Symbol machen wir natürlich mit einem Goldblock. Da machen wir natürlich hier ein ganz einfaches S. Und wenn wir das S haben, stechen wir dann auch einfach mal unseren Birkenzaun einmal rein. Oh, einfach den Birkenzaun reingestochen. Und dann haben wir unser Dollarzeichen oben schon drauf. Als nächstes wollen wir uns dann ranmachen an das große Dollar-Symbol vorne drauf. Ihr seht, ich habe mir schon ein bisschen was markiert, ne, damit es ein bisschen einfacher fällt. So, wir fangen einfach mal unten auf der Vorderseite an. Wir müssen hier erstmal die Seiten ein bisschen bestimmen, ne, was das für ein Abstand ist. Wir fangen einfach mal an zu zählen. Einfach mal hier. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 8 Blöcke einfach von der Seite. Gehen wir einfach mal. Hier, wir können von der Ecke aus anzählen. Ne? Jedenfalls 8 Blöcke. Setzen uns einen gelben Beton. Lassen 3 Blöcke in der Mitte Platz. Und setzen uns nochmal einen gelben Beton. Sollten wir auf dieser Seite dann auch nochmal 8 Blöcke haben. So, wenn wir das Ganze haben, können wir jetzt diese Betonblöcke auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke setzen. Machen wir an der Seite auch nochmal. Also 2, 3, 4. Ne? 4 und 5. So, wenn wir 5 Blöcke hochgezogen haben, das Ganze, setzen wir darauf eine 5er Schicht. Würde man sagen, können wir gleich 2er Dicke machen. Also darauf noch eine 5er Schicht. Jetzt gehen wir zur Seite, setzen uns eine 2er ran, noch eine 2er oben drauf, 2er ran, 2er oben drauf. Ne? Gehen wir wieder zur Seite, setzen uns so ein 2er schräg nach oben, gehen hier ran, nochmal ein 2er und dann ein zur Ecke. So, machen wir dann auch nochmal. So, erst wieder hier so ein 2er nach oben, zur Seite weg, 2er nach oben und die Ecke. So, nächster Schritt, einen 4er setzen. Wir setzen auf diesen Klotz einfach noch mal hier so auf der Kante so ein 4er rauf. Andere Seite machen wir es auch nochmal. Zack, 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 ein 4er. Wenn wir das Ganze haben, ziehen wir den jetzt ein bisschen hoch. Und zwar hier einfach auf der ausführenden Kante. Dann setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke rauf. Machen wir an der Seite auch nochmal. Einfach 8 Blöcke setzen wir uns hier rauf. Und die machen wir nochmal zur Seite ein bisschen dicker. Also setzen wir hier zur Seite auch nochmal 8 Blöcke ran. So, das machen wir an der Seite auch nochmal. Einfach hier nochmal 8 Blöcke rauf. Und wenn wir das auf beiden Seiten haben, machen wir jetzt eigentlich das, was wir unten gemacht haben, nochmal oben. Das heißt, wir beginnen jetzt hier einfach mal, dass wir hier so einen 4er raufsetzen, ne, der so ein bisschen nach innen gerichtet ist, hier auf der Kante wackelt. So machen wir wieder auf beiden Seiten. Jetzt kommen wieder die 2er. Wir setzen wieder schräg davon einen 2er, noch ein 2er und einen 1er nach oben weg. So, andere Seite auch nochmal. Erst ein 2er, dann noch ein 2er und einen nach oben weg. So, haben wir das beide. Setzen wir daran jetzt wieder einen 4er. Andere Seite auch nochmal. Und können dann oben, sag ich mal, hier noch einen 5er setzen, um das zu verbinden. Und darauf sollten wir nochmal einen 5er setzen. So, wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, sollten wir jetzt, bevor es zur nächsten Ebene geht, noch 4 Blöcke Platz haben. Damit möchte ich es aber noch nicht belassen. Wir fangen unten an. Wir haben ja unsere Streben hier. Bei der Strebe, wir gucken mal, wo die ist, können wir die jetzt einfach mal komplett geradeweg bis nach oben hier einmal ziehen. Machen wir bei der zweiten Strebe auch nochmal. Einfach hier so, zack, bis nach oben weg, ziehen wir uns hier die Strebe lang. Und so sollte denn schon mal unser Rahmen für das Dollarzeichen aussehen. Wir wollen natürlich noch das Dollarzeichen setzen. Schnappt euch mal einfach eure Goldblöcke. Ich habe mir das wieder ein bisschen vormarkiert, damit es natürlich ein bisschen flirter von der Hand geht. So, wir fangen einfach mal unten in der Mitte an. Wir lassen uns hier einfach mal 2 Block reinplatzen und setzen uns einfach mal eine erste Schicht hin, darauf nochmal eine zweite Schicht. Dann gehen wir erstmal ein bisschen nach links. Gleich hier oben an der Kante setzen wir einfach mal 2 hin, darauf nochmal 2 und dann machen wir hier so an der Ecke 3 Blöcke hin. So, jetzt geht's zur anderen Seite, zur rechten Seite.
Gleich hier oben bei der ersten Blockreihe setzen wir uns einen hin. Darauf nochmal zwei so. Und darauf dann wieder 1, 2, 3, 4. Dann sollten wir hier 5 Blöcke haben und können hier vorne einfach mal 3 hinsetzen. So, jetzt geht es wieder zur Seite weg. Da können wir ein bisschen zählen. Und zwar setzen wir jetzt zur Seite 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hin. An sich Goldblöcke, ne? Einfach hier bis zur zweiten Strebe setzen wir das einfach mal hin. So, dann setzen wir hier drauf wieder noch eine Blockreihe. Hier dazwischen können wir auch nochmal 3 setzen. Und hier würde ich mal sagen, machen wir 2 Blöcke rauf. Darauf setzen wir 3. Darauf wieder 2, dann nochmal 2 und 1. Wir ziehen uns ja so langsam unser S nach oben. Dann können wir hier 2 einfach mal hier wieder zu unserer Stäbe einfach mal ransetzen. Und dann gehen wir hier einfach von oben, setzen uns erstmal 3 hin, nochmal 3 und sollten dann hier auch perfekt nochmal 2 Blöcke haben. So, jetzt gehen wir ein bisschen wieder nach rechts, gucken hier unten, fangen wir an, setzen uns einfach mal 2 Blöcke hin, dann gehen wir wieder zur Seite weg, einer ran und hängen hier unten noch so einen Bummel rein, ne, so einen Bommel, so 4 Blöcke einfach mal. Tja, und dann sieht das eigentlich schon so langsam aus wie ein Dollarzeichen. Was wir jetzt noch machen, ist einfach mal hier so ein bisschen die Streben so ein bisschen weghauen. Ne, da tauschen wir einfach mal ein paar Goldblöcke aus. So, das machen wir nicht nur unten, auch hier. In der Mitte setzen wir einfach mal statt diesen gelben Beton einfach ein paar Goldblöcke dazwischen. Da würde ich mal sagen, da tauschen wir das mal so hier einfach mal aus. Zack, zack, ne, dass wir hier schön oben so einen Bogen kriegen bei unserem S. Na, vielleicht hauen wir uns mal lieber nochmal hier diese Ecke weg. Das sieht doch ein bisschen zu dick aus. So. Ja, das sieht doch aus wie ein Dollarzeichen. So, aber eine Sache müssen wir noch machen. Und zwar machen wir noch ein paar Fenster rein und natürlich unten die Eingangstür, dass wir auch reinkommen. Gut, bei mir baue ich das jetzt ein bisschen fake. Wie im Cartoon das immer so sehen war, dass da einfach nur ein schwarzer Eingang ist. Hier zwischen unseren zwei Streben schlagen wir einfach mal, würde ich mal sagen, insgesamt können wir hier auf eine Dreierhöhe machen oder auf eine Viererhöhe, wie es dir am besten gefällt. Ich mache mal jetzt das Ganze hier auf eine Viererhöhe und setze mir einfach nach innen gerichtet einfach hier noch ein paar Betonblöcke rein. Dann kannst du gerne auch noch so einen Graspfad einfach noch hier setzen. Natürlich dann hier auch, zack, ne, bis zum Eingang setzen wir einfach mal so einen Graspfad. Ne, und dann haben wir unseren Eingang hier auch fertig. Wie gesagt, da muss man gucken, was dir lieber gefällt. Machst du den entweder auf eine Viererhöhe oder, ups, nehmen wir mal weißen Beton, auf eine Dreierhöhe. Nur was dir so ein bisschen besser gefällt. Aber ich glaube, wir machen das mal auf eine Viererhöhe. Das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Denn wir wollen noch ein paar Fenster bauen. Wir fliegen einmal nach oben hin und zwar sind die auf jeder Seite wirklich gleich angeordnet. Schnappt euch mal euren schwarzen Beton und zwar fliegen wir zu den Seiten hin, lassen oben 2 Blöcke Platz, an der Seite auch nochmal 2 Blöcke Platz und dann schlagen wir hier einfach so ein vierer Fenster rein. Das machen wir auch nochmal zur anderen Seite. Einfach 2 Blöcke zur Seite, 2 Blöcke nach oben weg und hier auch wieder so ein vierer Fenster. Ne? So, die kann man sich natürlich, wenn man, sage ich mal, sich sein Tresor einrichten möchte, natürlich auch, sage ich mal, mit Glas machen, aber... Ich sag mal, in den Folgen sah man eigentlich oben nur, dass sie das halt so schwarz gekennzeichnet haben, die Fenster. Könnten auch Lüftungseinlässe sein, aber ich gehe mal davon aus, dass es Fenster sind. So, dann machen wir jedenfalls einfach den schwarzen Beton so einfach dahinter rein. Das machen wir auch nochmal hierbei auf der Seite, wo wir es ein bisschen schräger haben. Auch hier gehen wir wieder zur Seite weg. Also lassen wir ja zur Seite 2 Blöcke Platz. Oben auch nochmal 2 Blöcke Platz und dann schlagen wir hier jetzt auch nochmal so einen Vierer rein. Wir können ruhig denn hier einfach noch ein bisschen schwarzen Beton uns einfach mal raufsetzen. Fliegen wir nochmal zur Seite weg. Hier auch wieder 2 Blöcke an der Seite, 2 oben. Und dann haben wir hier auch nochmal unser Fenster rein. Einfach mit dem schwarzen Beton. Wunderbar. So, das machen wir natürlich dann auch nochmal hier auf der Rückseite. So soll es aussehen. Und dann auch nochmal auf der rechten Seite kommen auch jeweils nochmal 2 Fenster rein. Wunderbar, so soll es aussehen. Und dann sind wir, wenn ich jetzt wirklich jetzt nochmal überlege, ob wir wirklich fertig sind, eigentlich fertig. Ich hoffe, du bist wieder mal zufrieden mit der Baufolge. Jetzt kannst du deine Minecraft-Gegenstände sicher bewahren. Und falls du jetzt natürlich auf den Geschmack von Dagobert Duck gekommen bist, schau mal in die Videobeschreibung. Die Macher davon haben, ja, sag ich mal, die Serie wieder neu aufgelegt, den neuen Style, neuer Cartoon-Style. Kann man sich ruhig mal angucken. Sie probieren jedenfalls so ein bisschen an alte Nostalgie mit reinzubringen. Ist zwar nicht genauso wie die alte basierende Serie, sag ich mal, wo wir jetzt diesen Safe gebaut haben. Aber, naja, andere Sache. Ansonsten wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!